Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder zu Lara Croft und die Gang und bla und blub. Ja, wir sind wieder voll da und ich hoffe, dieses Mal geht mit meiner Aufnahme alles. Hallo. Hallo. Übrigens, offizieller Titel: Lara Croft und die Gang. Lara Croft 3 und die Gang. Ey, Moment, ey, Kitty. Ja? Kitty. Was? Du hast das falsche Outfit an. Ich hab oh Gott, du bist voll kacke. Okay, Moment, oh mein. Na, der Fokus ist wieder böse. Jetzt sind sie alle. Der Fokus war trash. Nee, es war trash, sorry. Nein! So, los Kitty jetzt. Kitty hat noch immer den größten, das ist unglaublich. Kitty hat den größten, ja. Ja. So ist es. Wisst ihr, wo wir hingehen? Wo müssen wir überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung. Der Pfeiler hat hier runtergezeigt in die Ecke. Okay. Ui, da kommt schon wieder Krokus. Da ist eine Maske. Haben wir den Schädel schon? Nee, okay. Ja, das ist ein Schädel. Ne, hat man nicht. 7 von 10 jetzt. Ich habe 8 von 10. Hä? Was? Oh, Krokus. Was? Oh, oh Gott. Krokus. Ich bin besser als ihr. Wow. Ja, das Spiel ist sowieso ein bisschen verpackt. Ich bin tot. Okay. Hä? Ich bin tot. Bist du jetzt da ich oben? Ich bin hier oben. Ah, okay. Oh nein. Ich bin dachte schon, es lag wieder rum und so. Hilfe. Oh. Ich habe übrigens gemerkt, dass es deutlich besser ist, so mit Waffen zu spielen. Echt? Ja. Ich mag meinen Stab. Oh, so. Ich bin runtergefallen. Oh, oh. Ist da noch ein Alligator? Müssen wir jetzt hier hoch oder wo? Ich weiß es nicht. Das war nur so ungefähr die Richtung hier unten. Kommen da die? Ich bin falsch, okay. Ja. Irgendwie ist Brugger gerade bei mir aus der Map geflogen. Was? Ich sehe genau vor dir jetzt gerade. Ja, jetzt sehe ich dich wieder. Ja, das ist immer dieser schau mal, komm wieder hin irgendwie. Ich muss nicht, oder? Nee, ich glaube, da kommen wir später sein. Okay. Jetzt kommen wir da raus. Ja, hey, ja, ich glaube, das ist eine Abkürzung, um hier hinzukommen. Ja, jetzt müssen wir den nächsten Tempel. Vielleicht stürzt gerade bei mir irgendwo unendlich in den Boden rein. Ja, bei mir auch. Wow. Ja, bei mir fliegt sie. Sie fliegt. Hilfe. Bei mir spinnt die Kamera total. Ach, hier bin ich. Du bist weggeflogen, Trash. Ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Ja, ich glaube auch, hier waren wir noch nicht. Uiuiui. Das Spiel ist sehr konfus. Ja. Ach, Fokus, es gab übrigens auch einen Patch für Little Big Planet, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ja, wir haben es durch. Ja, es läuft jetzt auch nicht besser, aber... Okay. Ja, aber ja, hier gab es auch ein bisschen Flammenwerfer. Gut, dass man noch Zeit hat, auf die Waffe zu wechseln, finde ich. Ja, das stimmt. Gut, dass ich tot war. Hä, du bleibst bei mir wieder... Ah, nee, da bist du ja. Oh mein Gott, was ist das denn? Muss man hier den linken Lichtschalter oder so? Wow! Ja, Bru hat wieder alles selbst alleine gespielt. Hat ja, schon, ich hab gar nichts gemacht. Ja, du hast eine Bombe gelegt. Ich hab keine Bombe. Hab ich eine Bombe gelegt? Nein, ich hab eine gelegt. Ach so. Dann hat Trash schon alles. It's Trash. Oh. Trash. Exciting. Oh no. Hä? Ach so, wieso? Du willst auf den Schalter treten, bitte. Drauf stehen dann? Ja, sonst kommt Gift, oder? Das kennen wir, Jana, die Trollmeisterin. Ich mach gar nichts. Du bist vom Schalter gegangen. Da wusste ich ja noch nicht, was los ist. Warte mal, ich kann noch einen raufholen. Komm her. Und Jana kann selbst dann noch raufholen. Genau, dann... Bitte mal. Aber, Kitty, geh mal rauf. Moment, es müssen ja da auch keine Teile hoch, oder? Also, ich weiß es nicht. Versuch mal da zu sprengen oder so, dann passiert vielleicht. Nee, hier ist ein Schalter, so, den ich aktiviert habe. Was ändert sich dadurch? Dann stirbst du. Das ändert sich. Ach nee, ich kann ja gar nicht Kitty hochholen. Das geht ja nicht. Wieso bin ich tot? Nee, Moment, hier holt sich... Ach so, das war... da war auch Gift. Okay. Warte mal. Ja, was bringt das? Was ändert das? Das ist ja so ein Schalter, den man auch anschießen kann. Aber ändert irgendwie nichts. Geht nochmal runter vom Schalter. Okay. Nee, doch nicht. Bringt da oben nichts. Okay. Vielleicht, also wenn man die Dinger den Stab hier nimmt. Ah, ich weiß wie. Ich muss Jana runterlassen oder du mich. Ah, aber da hinten drauf, ne? Ja, aber ja. Warte mal. Ich hol mal Foka hoch. Bleib mal wieder auf dem Schalter stehen. So, Foka kommt hoch. Bei mir gehen die Dinger nicht hoch. Aus, die ihr meint. Die Hände beim Schalter. Hier die Dinger. Hinten. Bei mir. Ach so, hier. Du musst schießen, Foka. Geh du mal bitte an den Schalter. Ja, okay. Ich lass Jana hier runter. Nee. Oder du mich. Moment, muss ich nicht auf den Schalter da unten? Ja, du musst, guck mal, du musst hier runter, wo ich jetzt stehe. Ja. An der Wand runter. Und Foka muss dann jetzt schießen, wenn du unten bist. Okay. Jetzt schieß mal, schieß, nicht so weit runter. Warte, jetzt rüber. Jetzt rüber. Überhangeln. Okay. Au! Oh nein! Nach oben. Nein!
Ja, bist ja hier noch, macht ja nichts. Kriegen wir hin. Okay. So. Jetzt nochmal runter. Ich find's übrigens sehr schön, dass es... Gehst mal drauf, genau. Ja. Jetzt darf langsam, ich nicht wieder nach oben gehen. Langsam, langsam. Okay. Jetzt schießt wieder, Fokker. Wow, warte, warte. Oh nein! Nein! Hab ich zu früh, sorry. Nee, ich glaube, ich muss einfach ein bisschen weiter links noch stehen. Mhm. Das ist tricky. Oh, sorry. Ah! Man sieht es auch so doof, ne? Die Vorderen, die gehen so drüber. Okay, ich jetzt, noch mal. Jetzt diesmal kriegen wir es hin. So, Achtung, ich aktiviere es jetzt. Okay, jetzt könnt ihr rüber. Sag mir auch, wenn ich es aktivieren soll. Ja, sie schwingt so, warte. Komisch. Warte. Okay, jetzt aktivieren. Ja, jetzt. Jetzt weiter rauf, Jana. Warte. Ja. Jetzt. Die zwei oberen sind aus. Warte, Vorsicht. Runter. Ja, aber sie lässt sich so schlecht steuern, weißt du? Au, nein! Oh Mann. Mann, sie geht automatisch immer so doof nach oben. Ja, es ist echt ein bisschen komisch. Ich hoffe auch nicht, dass ich loslasse irgendwie. Ich halte die ganze Zeit die Taste so fest gedrückt. Erstmal weiter runter. Also es sieht meistens danach aus, als ob sie irgendwie das Gift minimal berührt. Ja, ja. Ja, ein bisschen ist nicht schlimm, glaube ich. Ah. Ich bewege mich. Ich glaube, ich wechsle gleich mal auf die Tastatur, weil mit dem Gamepad kriege ich das gerade irgendwie überhaupt nicht hin. Es geht. Jetzt runter. Ja, es geht. Lass einfach Yay. Los. Yay. Wow. Und damit ist der Part schon zu Ende. Tschüss. Nee, doch gar nicht. Ich finde es übrigens voll toll, dass das optisch jetzt ein bisschen anders aussieht. Warte mal, kann ich mal Kitty hochholen. Kannst du ja? Kommt sie hoch? Jetzt müssen wir hier wieder an der Seite. Nee, komm mal ganz links. Geh mal ganz links. Ja, genau. Hier ist ein Stück rauf. An der Wand, nicht zu weit drauf. Nein. Oh Gott. Du darfst dich nicht bewegen. Ich lauf dir einfach rüber jetzt mit dir. Beweg dich nicht. Ach so, ja, oh Gott. Und jetzt ziehst du dich einfach weiter. Also wenn da jemand eine Bombe hat, würde... Nein! Oh nein, jetzt seid ihr beide tot. Hä, wer ist tot? Wenn da jetzt jemand eine Bombe, Foka. Hä, wer ist du? Nur Kitty. Solche Gedanken. So. Okay. Ach nee, Jana ist ja noch unten. Ich stehe noch hier und warte. Einfach nur hoch. Einfach so, nur hoch und jetzt, runter. Nein! Ey, das ist echt doof zu steuern. Können wir nicht weitergehen? Steuern, ne? Können wir hier nicht weitergehen, dass die Kamera nach links schwenkt und dann spawnt sie bei uns? Weiß ich nicht. Wir versuchen. Warte mal, nicht. So, jetzt nicht bewegen. Warte. Nicht bewegen. Okay. Oh, okay. Jetzt geht das Seil einfach los. Warte mal. Wenn ich versuche, was mal wie Foka sagte. Dann gehe ich mal hier so weiter. Kannst du irgendwie. Sterben da unten? Ich töte mich mal so. Ach jetzt. Na Gott, es geht nicht. Ach nee, das geht nicht. Dann wird wieder da unten belebt. Jetzt müssen wir das Moment, Kitty muss ja unten bleiben. Da sind ja auch noch Augen. Siehst du? Da, hier. Das hat nichts damit zu tun, glaube ich, oder? Die müssen wir abschießen, die Augen. Ja, wir müssen noch die Kamera weiter hier hochkriegen. Oh Gott. Stimmt auch wieder. Das geht doch. Okay, kannst du erstmal, bevor du hochkommst, versuchen, die Augen da abzuschießen, da links? Okay, Moment. Ich höre sein Auge. Ich glaube, da passt, oder? Ja. Und jetzt nur das noch das andere noch. Hast du das eine noch? So. Okay. Und ist links unten, sind da noch mehr Augen? Da ganz links unten? Warte, ich guck mal. Weiter. Ah, da sind noch welche. Ja, an der anderen Säule. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen... Machen gar nichts. Was? Das ist doch nichts, dass wir alle Augen anschießen müssen. Bist du gerade gestorben? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, eben. Warte. Okay. Also kann mir nicht vorstellen, dass die Augen gar nicht. Stopp. Nee, die. Ich glaube, wenn du da reinläufst, dann stirbst du nur oder sowas. Warte. Ein Stück rüberlaufen. Lauf. Ein Stück rüber. Rechts. Und jetzt hoch. Jetzt hätte ich aber auch eine Bombe hinlegen müssen. So, ich komme hier unten nicht durch, weil Gift. Jetzt. Ich glaube, ich habe es ausgestellt, oder? Ah, super. Hätten wir das gleich irgendwie gemacht. Ah. Ja, wir können ja nicht hoch, weil Kitty die Kamera festgehalten hat. Ja. Moment, wir klopfen mal die Augen. Lass die Augen ab. Die müssen wir nicht alle kaputt machen. Lass doch die Augen. Ja, das ist doch bestimmt ein Rätsel oder so. Nein. Habt ihr noch nie Zelda gespielt? Nein, habe ich nicht. Nein. Oh, das war so cool. Ich habe noch nie Zelda gespielt. Oh mein Gott. Jana fällt aus dem Bild. Nein. Da haben wir keine Munition mehr. Oh nein! Oh Gott! Ich bin noch hier! Ich bin gleich tot. Gift! Oh Gott! Ich bin tot. Oh mein Gott! Nicht sterben, sonst sind wir alle tot, glaube ich. Oh, ich bin schon wieder tot! Oh nein! Ja. Nein! Dann die Kamera! Es tut mir leid! Oh Gott, nein! Ich Hilfe! Da kommen jetzt aber auch richtig. Das Gift ist heftig, ah! Ne?
Das Gift zieht richtig was ab, Leute. Wir haben noch vor dem Part gesagt, Minus-Giftschaden. Brauche ich das? Nein, wir wollen noch gar nicht. Nein, brauche ich nicht. Aber es ist ganz viel. Oh, komm. Ey, geht mal. Geht mir vom Leib. Die haben ja ganz schön viel Leben. Komm doch runter, Mensch. Wir können die Kamera nicht. Oh mein Gott. Jetzt die Munition. Ah, danke schön. Oh Gott, wenn man die Waffen benutzt, geht die Munition sowas von schnell weg. Ja, total. Ich hab bis jetzt immer den Stab benutzt. Kannst du aber mit den Amuletten ausgleichen, so ein bisschen Munitionsverbrauch minus. Es braucht aber Leben. Das geht. Jetzt kann ich die Dinger wieder anschauen. Also, der Schwarze macht die ganze Arbeit. Mhm. Stark pigmentierter bitte, wir wollen politisch korrekt bleiben. Ja. Ich merke das schon. Ja. Es ist unerhört hier. Oh. Ich glaube, hier passiert was. Osiris wusste nicht, dass ihn sein Orakel verraten hat. Alles, was es sah, habe auch ich gesehen. Und das hat ihm das Leben gekostet. Und jetzt kostet es euch das Eure. Okay. Ah? Bosskampf, Bosskampf. Das Auge. Also die Augen erinnern mich an Alice Madness Returns. Also wenn du irgendwas gesagt hast, ich hab's nicht verstanden. Ich glaube, immer wenn es auf ist, eine Bombe rein, oder? Ja, das ist eigentlich gar nicht so, auch so schlecht. Und dann rechtzeitig auch abschießen. So. Okay. Man kann auch einfach drauf schießen, oder nicht? Oh, oh. Jetzt auch noch Käfer, ja genau. So. Und Gift überall. Oh Gott. Oh, Feuerkäfer. Das schon wieder keine Munition mehr, oh Gott. Und die Schrot, die ist besser. Für Osiris. Oh, jetzt kommt großer Käferchen. Großer Käferchen! Au! Au! Zahltag! Ich bin fast tot. Meine Kamera spinnt. Oh nein. Oh Gott, irgendwer ist beim ersten Map geflogen. Oh, wer ist der Bibliotheker? Verbrennt ihn. Nein. Oh, die brennen schon. Ich kann mich gar nicht auf die Augen konzentrieren. Kommt ich mich noch? Auch. Ja, kommt öfter mal. Wenn es erwischt, geht's aber gleich wieder weg. Aber wir sind eigentlich ganz gut dabei, hast du das Gefühl? Mhm. Ich mach zwar überhaupt ja, nichts, außer ein paar Käfer töten, aber er macht das Richtige. Ah. Ich bin gekommen. Dieses Geräusch vom Auge. Ja, voll schlimm. Geräusch von den Käfern. Reach. Überall Gift. Oh mein Gott. Nein, meine Kamera. Aber was sind das für Ausreden, Jana? Hier ist meine Kamera hier, ja. Kamera da. Hallo, das Spiel ist super. Die Kamera ist super im Spiel. Netplay ist beste hier. Ja, das stimmt. Alles klasse. Oh, voll spannend, ey. Ja, irgendwie ist der Reiz ein bisschen draußen, also beziehungsweise die Anspannung. Yes, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, Errungenschaft. Wir haben nichts bekommen. Wie, das war's schon? Alles so im Anzug. Ja, das schneide ich aus. Wird das cool. Das ist keine Niederlage. Ich habe immer noch ein Auge auf alle Dinge. Und ich habe immer noch ein Auge auf alle Dinge. Ich sehe einen Zorn im Auge. Aber teilweise, also... Für mich fühlt es sich wie eine Niederlage an. Wir haben deine Diener besiegt. Immer und immer wieder. Du magst es nicht erkennen, aber wir werden dich aufhalten. Vielleicht war ich zu nachsichtig mit euch. Aber das wird sich ändern. So eine Lusche. Der Baba ist nicht belustigt. Sein. Ey, aber teilweise sind die Bosse echt ein bisschen lasch, auch das Gefühl. Ja. Also der Mistkäfer-Boss... Aber mach das mal alleine, glaube ich, dann ist es heftig. Ja, aber zum Beispiel den Mistkäfer-Boss, den fand ich cool, abgesehen von der Kamera. Aber jetzt der hier war... Bei mir. Du hängst fest in der Tür bei mir. Ich? Nö. Jetzt hast du wieder ein bisschen... Jetzt springen. Momentan eine Teleportation hast du aber drauf. Ja. Blinken, nennt man das. Wo müssen wir als nächstes? Oh, Krokodile. Du bist unser Pfadfind. Man kann hier Wasserbomben legen, das ist ja cool. Ja, jetzt müssen wir erst wieder in die Mitte zurück und gucken. Wir mussten schon mal ein Rätsel machen, indem wir Bomben ins Wasser legen mussten. Okay. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich auch nicht. Oh Gott, die alten Leute hier, vergesslich und so. Ja. Mit Osiris Stärke können wir diese Flut beenden und uns so wegstellen.
Der Sobek. Ja, der Sobek, ne? Der Baba. Ah, wir haben die. Ah, wir haben die eine Reihe schon voll. Jetzt fehlen uns nur noch die anderen vier. Mhm. Okay. Sagt hier der Wegweiser. Jetzt hier, zack. Ach da, dahin. Okay. Ja, okay, da hinten. Aber meint er hier rein hier oder? Rein? Ja, das ist die Frage, weil ich glaube, links oben haben wir alles erkundet. Gibt es hier oben vielleicht noch einen Wegweiser, der könnte, wenn der nach rechts unten zeigt? Nee, Moment, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Oder der hier, warte. Ja. Da müssen wir ein bisschen Grab, glaube ich. Rein. Okay. Was ist das denn? Ah, Moment. Ich hab's auch gesehen, warte. Das ist gut. Wollt ihr einen Zaubertrick sehen? Hier. Wusch und wusch. Ach so. So? Yay, ju. Okay, komm, das reicht. Gehen wir rein. Der Zauberer. Von uns. Oh, meine Kamera. Ich bin tot. Wieso bin ich schon wieder tot? Meine Kamera hat eben total rumgesponnen. Jedes Mal, wenn wir hier reingehen, bin ich einfach tot. Er hat diese Maschine gebaut, damit kein Gott seine Macht gegen ihn geben kann. Oh. Geld. Wäre die ganze Welt in Gefahr. Irgendwas kann man hier noch machen. Warte mal. Kurze Frage, wie lange geht der Part schon? 15 Minuten, 16 Minuten. Noch 4 Minuten, dann haben wir. Oh, sie hat schon keinen Bock mehr. Nein! Okay, dann geht ich hab noch nicht gestoppt. Nee. Ich muss noch Erdbeerkäse kaufen. Erdbeerkäse. Boah, das glitzert voll toll. Ja, jetzt lenkt sie ab. Oh, das glitzert so schön. Uiuiuiui. Was müssen wir hier machen? Kitty, mach mal. Was ist denn jetzt hier? Müssen wir... Irgendwo muss ein Hebel sein, Ende geht, dann yeah. Mach mal was. Aber es glitzert. Ich kann mich nicht konzentrieren. Es glitzert so schön. Bewegt sich was. Mein Geld! Ach, guck mal, ich kann jetzt mit Licht irgendwas. Ach so. Und wo war nochmal das Wasserrad? Das Wasserrad? Also irgendwas haben wir hier noch zu tun. Hier ist ja dicht noch. Da muss man irgendwie an diese Statue noch rankommen, oder? Hä? Ich bin da gerade durchgekommen. Hä? Ist bei euch hier kein Gitter? Bei mir ist hier ein Gitter. Hier. Warte mal, ich kann hier noch irgendwas drehen. Jetzt ist Tag. Warte mal, ich dreh's mal auf Nacht. Vielleicht kriegt das ja was. Wir können selber die Uhrzeit hier bestimmen, glaube ich. Ach cool. Ach so, weil es hieß ja auch, manche Truhen sind nur am Tag offen und manche sind nur in der Nacht offen. Und manche Ringe wirken auch nur am Tag oder in der Nacht. Okay. Was bringt hier? Ich mach mal wieder Tag bei dem, weil das ist ja eine rote Flamme. Lass mal den Hebel so. Ja, okay. Guck, es glitzert wieder. Okay. Und das bringt uns... Ich dachte, du musst Stab, Bombe. Das bringt uns gar nichts. Na gut, dann wollen wir weiter raus? Ja, dann gehen wir nochmal raus. Achso, ich dachte, wir müssen hier weiter. Nee, scheinbar nicht. Warte mal, was sagt denn der Wegweiser? Die Statue zeigt ja dahin. Da, hier oben. Oder da, ist auch egal. Oh, irgendwo ein Wegweiser. Ihr beide hängt gerade bei mir in der Tür fest. Ah, jetzt geht's. Gut. Hier ist noch ein Wegweiser. Hier ist einer. Er zeigt da runter. Kehre zum Schrein und banne den Regen. Achso, wir müssen Regen. Jetzt. Ach so, wir sollen vielleicht mal die Texte lesen. Nein. Das wäre vielleicht von Vorteil. Wer liest denn hier? Ach, jetzt du Schande. Bei mir. Ich bin nicht tot. Ich habe überlebt. Sehr gut. Wir sind stolz auf dich. danke. Den Regen bannen. Wie machen wir das denn? So, benutze die äußere Kurbel, um den Regen zu bannen. Ah ja, seht ihr? Ihr müsst außen drehen. Ist das außen hier? Ja. Ja. Aber wohin müssen wir denn drehen? Hier runter. Vielleicht, das ist die nächste Station. Guck mal, jetzt hat aufgehört zu regnen, seht ihr? Ja. Ja, jetzt können wir vielleicht nochmal raus. Sehr gut, Trash, was auch immer du getan hast. Ja, ich habe einfach irgendwas gemacht. Ich habe den Regen gebannt. Ah, Anti-Regen-Tanz. Oh. Wieso alle noch zum Himmel zeigen? Guck mal da, die Sonne, genau reinschauen. Ja, alle genau in die Sonne gucken. Mach das nicht, Kinder. Hey, ich wollte gerade sagen, was gibt's unseren Zuschauern für Tipps? Gibt's noch nicht. Oh. Viele spannende weitere Tipps gibt's im nächsten Part zu sehen. Genau. Lass mal Kitty abmoderieren hier. Jo, ciao. Schau doch. Jo, Digga, tschüss. Schau doch bei den anderen rein und beim nächsten Mal geht's wieder weiter ohne Regen. Cool. Ciao. Tschüss. Oh,